Nora ist endlich da. Wir haben uns jetzt was überlegt. Und zwar, Nora kennt ja den Münchner. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber sie sagt mal, wie kann man ihn beschreiben, diesen Münchner? Der mit der Plastic Bottle Island. Der war bei TAF damals. Genau, der war sogar schon im Fernsehen. Und wir haben jetzt... Ja? Vor zwei Wochen war er aber exklusiv sogar. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir Montag zu ihm hinfahren werden und uns dann seine Insel aus Plastik, die er selber gebaut hat, anzusehen. Und bin ich mal gespannt, wie er auch einfach seine Lebenseinstellung und alles, weil er denkt ja auch sehr positiv. Und darum geht es ja bei meiner Sache mit dem Abnehmen. Positives Denken. Er hat mit dem Secret angefangen, hat Nora angefangen, hat Nora gesagt. Und genau die Idee, die ich quasi auch so ein bisschen gerade gehe, den Weg, den ich auch gerade gehe. Und er ist auf jeden Fall ein super tolles Vorbild. Und den werden wir uns dann auf jeden Fall, oder ich werde dann auf jeden Fall lernen. Und ich bin wirklich schon mal sehen, dass Nora, was sagst du, bist du begeistert von ihm? Ja. Alles klar, Leute, also wisst ihr Bescheid, ne? Bald folgt dann hier Richard the Plastic Bottle Man. Nur mal kurz. So, wir sind jetzt hier im Parque de las Palapas. Und wir gehen jetzt ins 100% Natural. Wir sind waren hier heute am Strand, haben uns schön gebräunt mit der Nora. Nora ist hier. Und gleich gehen wir was essen auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, was ich esse, weil ich das, was ich letztes Mal hatte, auf jeden Fall super, super lecker da im Natural. Und ja, und morgen auf jeden Fall, ne? Übermorgen, also übermorgen, ich kann das ja schneiden zum Glück, ne? übermorgen gehen wir dann echt zu Richard, ne? Ich bin so gespannt, Leute. Das wird richtig, richtig interessant werden. Da können wir ja besser freuen. Ja, Mann. Nora sagt, also Nora ist sich sicher, dass der Typ irgendwie, also dass ich auch auf dem Weg bin, sage ich mal, in die Richtung zu denken oder dass ich eigentlich schon in diese Richtung denke. Und er hat auch mit The Secret irgendwie angefangen. Er denkt nicht nur so, er lebt so. Ja, das ist das Krasse. Er hat ja wirklich sich von der ganzen, er war ein Penner, sagt Nora, und hat sich, achso, hier ist meine Wäscherei übrigens, Leute, guck mal hier, meine Wäscherei. Mal gucken, ob meine Wäsche schon fertig ist. Das ist hell. Krass, ne? So, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind gleich im 100% Natural und ich zeige euch jetzt den Laden. 5 Minuten von mir entfernt oder 7, keine Ahnung. Auf jeden Fall direkt um die Ecke. Und so sieht das Ganze aus. Total cool. Ich liebe den Laden. Noras Lieblingsladen ja auch. Ich war da ja immer ganz selten drin, aber Nora war hier jeden Tag, ne Nora? Ja. Wo geht's denn rein? Hier ist besser. Nora ist völlig begeistert. Was gefällt dir am allerbesten dort? Der Sojaburger normalerweise. Der ist aber inzwischen irgendwie nicht mehr so geil wie letztes Jahr. Ja. Und die Avocado-Creme ist ein Traum. Ja, ne? Und seit neuestem habe ich die Shrimps entdeckt. Und was sagst du zum Preis-Leistungs-Verhältnis? Sehr günstig, ne? Also man kann, ich habe euch beide letztes Mal eingeladen, doch besser. Ja. Ich habe also mit den Getränken und zwar 20, nee, nicht mal 10 Euro bezahlt. Voll geil. Die Getränke, genau. Noch nicht mal 10 Euro für richtig große Smoothies. Und hier chillen wir und immer. Und dein Essen. Oh, ist das schön. Wollen wir wieder dahin, wo wir letztes Mal saßen? Da guckt hier was aus. Hier ist doch ganz gut. Unterm Schirm, oder? Ist cooler, da fällt wir sind, genau, wir sind jetzt unterm Schirm. Ach. Los geht's. Hola. Hola. So. Ist die Karte hier, will ich nochmal zeigen? Ah, it's in English. Seht ihr mal, wir haben eine englische Karte hier bekommen und die haben wirklich ganz, ganz viel Auswahl. Die haben auch mega viele Säfte hier und alles halt 100% natural. Und ich habe mir letztens meine Sachen selber zusammengestellt mit Kartoffeln und Avocado-Creme und Brokkoli. Also sehr gut. So, ich habe jetzt auf jeden Fall irgendwas bestellt und die Frage ist, was? Ich weiß es nämlich nicht. Irgendwas auf jeden Fall mit Reis habe ich bestellt. Dann habe ich gesagt, ich will Guacamole haben. Dann hat er aber gesagt, er könnte mir eine Avocado geben. Dann habe ich ja gesagt, ich möchte Hummus haben und dann möchte ich noch Kartoffeln. Und letztes Mal hatte ich das ja so und so. Auf jeden Fall weiß ich nicht, was ich gleich bekommen werde. Ich bin total gespannt. Es könnte sein, dass Hummus drauf ist, aber es kann auch sein, dass doch Guacamole drauf ist oder eine halbe Avocado. Und ich hoffe, dass Reis und Kartoffeln auf jeden Fall dabei sind. Und Sojasauce habe ich auch noch weggelassen. Also sehr kompliziert mal wieder, ich wieder. Und wir sitzen jetzt hier und ich will das mal kurz probieren. Das ist gerade unser Saft, den wir bestellt haben. So einen großen Saft hier, total lecker. Mit, was ist da nochmal drin, Nora? Orange, Spinat und Ananas. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, ja. Und ich glaube Lemon oder so noch, ne? Irgendwas war ja, da noch. Lime. Und das gibt es auch immer noch davor dazu. Brot mit Dip. Ich esse ja keine Milchprodukte zurzeit. Ich bin ja gerade auf dem veganen Trip.
Und Weizen sowieso nicht, deswegen fällt das für mich weg. Aber es ist trotzdem schon mal gut zu wissen, dass man sowas vorneweg immer noch bekommt. Und ich muss sagen, richtig chillig hier, weil auch hier kein Schwein ist und wir sind ganz alleine hier. Und also da vorne sind welche, aber wir sind eben draußen im Außenbereich. Und ja, jetzt entspannt den Abend genießen. Übrigens ist es meine erste Mahlzeit heute und es ist jetzt 20 Uhr gleich. Das heißt, ich habe wieder nur getrunken Wasser, 2 Liter Wasser mit 500 Milliliter O-Saft. Und ich hatte jetzt, also ich habe nicht so ein Hungergefühl, ich habe aber so ein richtigen Appetitgefühl jetzt. Also schon Hunger auch, aber jetzt nicht so krass, wie man sich das vorstellt. Also seitdem ich wirklich so gesund esse und weniger esse, habe ich auch automatisch weniger Hunger. Das finde ich halt auch sehr interessant. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch mal sehr rohkosthaltig gegessen. Jetzt natürlich nicht, jetzt esse ich Reis mit Kartoffeln und so weiter. Aber sonst sehr rohkostlastig und super. Kann ich nur weiterempfehlen. Für die Abnahme ist es, glaube ich, echt das Beste. Ich fühle mich auch jetzt schon schlanker am Bauch auf jeden Fall. Oder habe nicht mehr so einen aufgeblähten Bauch auch komischerweise. Aber gut, Fett ist halt immer noch. Aber wir werden das mal hier beobachten. Es könnte ja sein, dass sich da demnächst wirklich viel tun wird. Da bin ich gespannt drauf. Und immer positiv denken, Leute, ne? Immer Motivation und so. Ach so, ich war heute gar nicht joggen übrigens oder schwimmen oder laufen. Ich habe heute nichts gemacht, aber ist auch mal okay. Ich finde, ich war am Strand auf jeden Fall. Ne? Das hat mir schon auf jeden Fall positive Energie gegeben, auch wenn ich mich körperlich nicht so viel bewegt habe. Nächstes Mal. So, und so sieht das Essen aus. Und zwar Avocado habe ich jetzt bekommen, also kein Hummus, auch kein Guacamole, leider. Reis mit Brokkoli und Kartoffeln. Auf jeden Fall sieht es ein bisschen anders aus wie beim letzten Mal, aber es ist trotzdem okay. Und Nora hat da ihre Shrimps. Nora achtet ja auch sehr auf gesunde Ernährung. Und sie hat einfach mal Shrimps mit Nudeln heute. Und Brokkoli. Genau, darauf hatte sie mal Appetit. Ansonsten ist ja auch oft vegan, ne? Hast du schon gegessen? Ja. Und vegetarisch. Sehr selten Meeresfrüchte. Ja. Genau, guten Appetit auf jeden Fall. Man sollte immer auf seinen Körper hören. Und wenn der Körper sagt, du brauchst das, dann sollte man es auch essen. Genau, das stimmt. Und sie hat heute das Verlangen nach Meeresfrüchten gehabt. Und deswegen wird sie es auch essen. Und ich esse jetzt auch mein Reiszeug hier mit Kartoffeln. Und ja, lass es mir jetzt schmecken. So, meine lieben Freunde, wir haben jetzt fertig gegessen. Ich bin super satt. Ich habe alles geschafft, den ganzen Teller. Aber es war auch meine einzige, Mahlzeit heute. Ich habe voll die Sprachstörungen irgendwie. Auf jeden Fall, Nora hat mir gerade den krassesten Tipp ever gegeben. Und zwar ganz heftig. Ganz krasserweise, Nora, sag doch mal, was gibt's da krasses, was man machen kann? Wasser mit Zitrone mischen. Mit einer frischen, gepressten Zitrone. Limette oder Zitrone? Limette. Limette und würde mir besser schmecken, aber Zitrone geht auch. Und wie viel macht man dann da rein? Eine. Eine auf einen Liter würde ich machen. Oder eine auf einen Liter? Oder okay. Eine halbe sogar würde auch schon reichen. Es ist sehr entschlackend, ja. Man verliert sehr schnell die Funde und es ist ein bisschen. Okay, alles klar, Leute. Habt ihr gehört, ne, wisst ihr Bescheid, könnt ihr alle sehr gerne nachmachen. Ich probiere das mal aus, ich teste das und berichte dann und ich gehe jetzt nach Hause und Nora geht auch nach Hause und dann sehen wir uns morgen wieder. So Leute, ich will das mal ganz kurz festhalten und zwar ist es jetzt 4 Uhr nachts und ich filme mich jetzt extra nicht, weil ich aussehe wie Arsch, ja. Und 4.10 Uhr ist es jetzt und ich habe ja vorhin irgendwann was gegessen um 9 Uhr und jetzt habe ich wieder Hunger bekommen. Das erste Mal, glaube ich, dass ich nachts Hunger bekommen habe und ich esse jetzt, will ich euch nur mal zeigen, Champignons mit Tomate und so Tomatenpüree püriert, genau, ne, so aus der Verpackung. Und dann habe ich mir noch Salz habe ich nicht angemacht, Pfeffer habe ich noch angemacht und Paprikapulver. Und das esse ich jetzt einfach mal. Und als Snack finde ich das eigentlich ganz gut, ne? So für nachts. Besser als jetzt irgendwas anderes, als ein Brot oder so. Zumal ich eh kein Weizen esse, aber. Naja, das wollte ich auf jeden Fall nur mal dokumentieren, damit ihr auch alles hier mitbekommt, wie ich mich ernähre und so. Etag Nummer 7. Und zwar, ich war zwar nicht laufen, aber